zu meiner Fahrzeugvorstellung. Heute stelle ich euch mein Omega E Baujahr 2002 Kombi vor. Eine kurze Vorgeschichte. Das Fahrzeug war gedacht, Silas und ich wollten zusammen ein Funcar fürs Opel-Treffen bauen. Dann habe ich eine WhatsApp bekommen, mein Onkel hat mir den Wagen besorgt. Von einem Kumpel, den er kannte, allerdings mit Motorschaden. Der Motorschaden jetzt endlich war nur der Luftmassenmesser, den haben wir für 30 Euro ausgetauscht. Aber danach habe ich es nicht mehr rübergebracht, ihn zu zerschneiden, daraus einen Pool zu machen oder sonst was. Aktuell fahre ich auf Vorder 25-17 OPC-Räder von einem Safira OPC. Hat mir mein Onkel geschenkt. Ich habe einen 2,2 Liter 16-Zaum-Motor mit 144 PS. Das ist der etwas neuere Motor in Anführungsstrichen, der im Baujahr 2002, der Omega wurde bis 2005 gebaut, nochmal überarbeitet wurde. Und zum Beispiel in einem 99er, den ich von meinem Vater als Teilespender geschenkt bekommen habe, hat man etwas weniger Leistung, zum Beispiel nur 136 PS. Und beim Omega B handelt es sich um einen Heckantrieb, deswegen sitzt der Motor so längs. Und sonst gibt es zum Motor eigentlich nicht viel zu sagen. Er hat halt relativ viel schon gelaufen, 351.000 Kilometer. Das ist schon recht extrem viel, dafür läuft er aber noch relativ gut. Und das war es eigentlich soweit zum Motor. In nächster Zeit mit dem Fahrzeug noch geplant habe, eventuell wird er noch tiefer gelegt mit Federn. Kein Fahrwerk, nur Federn erstmal, 35 mm. Deswegen auch die großen Räder, womit es eventuell Komplikationen geben kann. Dann noch, was mir an diesem Auto persönlich extremst gefällt, ist das Platzangebot für damals. Sehr viel Kofferraumvolumen. Hier zum Beispiel sind noch alte böse Blicke, die ich aufkleben möchte. Das werde ich eventuell noch machen. Und hier im Kofferraum, das hat mein Vater für mich gemacht, hat er mir original Omega Felgen abgezogen. Und darauf werde ich dann meine Winterräder machen und mit diesen Felgen dann im Winter fahren. Mit denen, die ich jetzt drauf habe, ist wahrscheinlich im Sommer, wenn ich sie eingetragen kriege. Wie ich schon erwähnt hatte, es ist eigentlich dafür, dass es geschenkt ist, eine komplette Vollausstattung. Ich habe alles, was es zu der Zeit gab. Ich habe Klimaautomatik, ich habe Tempomat, höhenverstellbares Licht, die große Anlage mit den Bose-Lautsprechern in den Türen, was wirklich gut klingt, was wir eventuell nachher noch zeigen würden. Hat zum Beispiel beim Handbremsstoff und dem Stoff um den Schaltknüppel etwas gelitten. Aber naja, mal ein paar Sachen, die ich nicht mag und was ich mag. Was ich zum Beispiel extrem mag, was ich gerade ausprobiert habe, ist die Leistung. Ob man sowas alles noch aufbereiten kann, aber sowas stört halt im Endeffekt dann doch schon. Ich will mich nicht beschweren, es ist ein Geschenk, aber oder hier auch der abgeblätterte Lack. Aber das sind halt alles Benutzungsspuren, wogegen man eigentlich nichts machen kann. Was liebe ich noch? Es ist ein Opel. Wer mich kennt, der weiß, ich bin Opel-Fan. So wie Silas, Honda. Wie auch zum Beispiel an seiner Maschine oder auch die viele in seiner Familie fahren Honda. Wie bei mir auch. Zum Beispiel mein Vater fährt auch eine Astra. Eigentlich meine ganze Familie fährt Opel. So, was gefällt mir noch? Die Farbe gefällt mir. Ich persönlich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von Schwarz. Ich mache immer so einen Wechsel, was stört und was mich nicht stört. Was mich auch stört, ist halt das. Das ist extrem ärgerlich und ich denke mal, neue Scheinwerfer sind nicht wirklich billig für so ein Auto, ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin froh, dass es keine Xenon-Scheinwerfer sind, sondern normale.
Was finde ich noch geil? Die allgemeine Optik und Größenanbieter von diesem Auto. Wenn man sich andere Kombis heutzutage anguckt, da ist nicht mehr viel Platz. Zum Beispiel. Was halt auch geil ist, wegen dem Platzangebot, ich konnte darin mit meinem Vater super gut schlafen. Auf dem Treffen. Weil wir haben ohne Zelt oder so, wir haben im Auto so gepennt, haben uns so toll umgelegt und dann halt da drinnen geschlafen. Ein Fakt für mich, dein Dachfenster. Ultra nice. Ja, das ist schon chillig, so für den Sommer. Und was halt wirklich, wirklich verdammt gut ist für mich als 15-Jähriger und als geschenktes Auto, ist diese ganze Ausstattung, die ich momentan habe. Wie ich es auch schon vorhin erwähnt habe in meiner Ausstattung. Ich habe eigentlich komplett Vollausstattung, nur das spezielle Leder und Holz nicht. Also ich habe Hummer, Heizung, Klimaanlage, Dachfenster, es war wirklich damit, hat viel Aufpreis gekostet. Und Leute, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Scheinwerfer etwas anpolieren lassen, das sollte man eigentlich nicht. Das sind Plastikscheinwerfer, dadurch könnte die Oberfläche kaputt gehen. Dann die Räder, die habe ich sozusagen schon gemacht. Oh, jetzt wird es ein bisschen windig. Die hat mir mein Onkel geschenkt. Was habe ich noch gemacht? Ich habe vorne das komplette Federbein mit Bremsen ausgetauscht. Ich weiß, man sollte Bremsen eigentlich nicht gebraucht machen, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit. Hinten habe ich neue Stoßdämpfer reingebaut und wir haben einen Austauschauspuff von dem 99er runtergebaut. Der steht da momentan ohne Auspuff. Ob zu dem Video kommt, kann ich nicht sagen, wird es wahrscheinlich nicht, weil er ist ziemlich uninteressant. Wenn sie das möchte, könnten wir einen ganz kurzen Clip noch von dem Auto nachher einblenden. Zum Schluss. Zum Schluss vielleicht. Weil der kommt demnächst weg, der bleibt nicht mehr lange stehen. Silas, seine Vorstellung kommt auch noch demnächst. Die drehen wir. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, in den Sommerferien jetzt, es kamen nicht wirklich viele Videos. Es kommen jetzt erstmal die Fahrzeugvorstellungen. Eventuell kommt nochmal RC. Das weiß ich noch nicht. So, und jetzt zeige ich euch nochmal ein bisschen Sound. Und ich würde mal sagen, damit bin ich raus.